Boss telefonieren. Hi, hier spricht Reese Trumpfork, Vorsitzender und Kriegsgeneral der Atlas Corporation. Eine kurze Frage vorweg. Wer zur Hölle ist da und wieso seid ihr in meiner sicheren Leitung? Reese, reg dich ab. Ich bin es, Lorelei. Wir haben mit etwas Hilfe die Watershed-Basis zurückerobert. Ich hab... Moment. Was ist das da in deinem Gesicht? Was? Das? Das ist mein Belagerungsschnäuzer. Den Soldaten gefällt er. Er ist da bei dir. Ich will auch so ein Kammerjäger und Crimson Raider. Das ist ein Roboter, brauchst du halt nicht. Kammerjäger? Crimson? Heilige Scheiße, ja! Wie stark sind eure Truppen? 20.000 Einheiten? Wir sind Level 12. Weniger. Mein Rudel ist nicht groß. Aber die Zahl unserer Opfer umso größer. Meinst du mich damit? Was? Ich kann die Stadt unmöglich mit einer Handvoll Leute zurückerobern. Ja, dann wir sind ein Rudel. So. Kaffee. Ich hätte gern ein paar arcturianische Superschwarz, Mr. Bot. Oh, tut mir leid. Der Energiekern ist gerade durchgebrannt. Ja, die machen schon nix. Natürlich. Aber das ist okay. In der Nähe gibt es einen schweren Maliwon-Soldaten. Er nennt sich Papa Kerb. Ein echtes Arschloch. Der Typ hat einen Energiekern in den Anzug eingebaut. Den brauchen wir. Ah ja, das allseits bekannte Energiekern-Dilemma. Was auch sonst. Soldaten, nice. Ist er dann mit Erfahrung oder was? Superfan, na, wie findest du unsere ersten Sponsoren? Ich muss sagen, bis jetzt ist der Ausverkauf super. Wir haben Maliwon einen endlos Vorrat an kreischendem Kanonenfutter gegeben. Unsere Anhänger. Oh Gott, was ist denn? Haben wir abgefahrene Hightech-Waffen bekommen. Was ist er denn? Und wenn der Planet Ihnen gehört, kriegen Sie Atlas und wir die Kanonen. Oh Gott. Alter. Und jetzt schnappt ihr den Energie. Was hast du gesagt? Ich frage mich, ob mein Messer in deinen Schädel passt. Mein Charakter stimmt doch irgendwas nicht. Was? Reputation? Wo ist der hin? Ja, dass ich nur neben dir teleportiert, hat der einen reingehauen. Achso, hat der was hinterlassen? Ja, da ist noch so einer. Also bin ich morgens auch. Oh Gott, 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 oh Teil. Wieso hat der denn jetzt die Schnurrbart? Meiner ist gerade darüber gesprungen. Moment, ich habe eine Idee. Da ist dieser Maliwon-Commander, der immer einen Reisebecher dabei hat. Versuch ihn aufzuspüren. Echt? Dieses koffeinierte Abwasser, das Maliwon Kaffee nennt, ist an sich schon ein Kriegsverbrechen.
Sprecher von diesem Commander. Warum tun wir eigentlich jetzt hier so einen Schrott klauen von irgendwelchen high-ranking Typen? Weil die ihren Kaffee braucht, Mann. Will ich einfach den Kopf von denen nehmen? Nehme einfach einen Schädel. Ich glaube, mit meinem Charakter und mir stimmt. Andere Leute haben aber klasse. Oh Gott, noch mehr, oh Gott. Ja, so fette wieder. Ja, genau, so fette. Was zum... Was hat der denn? Ja, der ist hier bei mir, leck mich. Oh, mir geht vor allem die Munition aus. Oh Gott, der prügelt mich total, Daniel. Ich seh's. Ja. Er hat mich, er hat mich. Oh Gott. Ich passe hier nicht durch. Oh Gott. Nein. Nein. Ich passe nicht durch die Tür. Ich muss hier ein bisschen Munition einsammeln. Gibt's hier eigentlich keine normalen Leute? Brauchst du einen Raketenwerfer? Danke, geht schon. Hey Mark, gibt's hier eigentlich keine normalen Leute? Jetzt von einem Kerl oder von hier keinen Schwarzen, oder? Ich hoffe doch nicht. Dann kriegen wir Ärger mit der Genfer Konvention, ey. Doch, ich will. Machen wir jetzt ganz einfach so. Na verdammt. Nein, die haben unser Auto in die Luft gejagt. Ihr Schweine! Da saß ich gerade drin. Boah, geh weg von mir. Ah, einer. Aua, haben die mich getroffen? Glaube ich nicht. Mr. Bot, halt's Maul und mach endlich den Kaffee. Klar doch, krieg dich wieder ein. Gib mir den Becher zum Mitnehmen und ich fülle ihn wieder auf. Ja, Herr von Kau, der kann Leute mit Sorge bespucken. Was dauert hier so lange? Was hast du denn für ein Problem? Ist alles okay, Daniel? Ja. Charakter scheint mir ein bisschen aggressiv zu sein. Warum ist mein Hund eigentlich die ganze Zeit hinter der Theke? Bitte sehr, ein wunderschönen Tag. Oder nicht? Deine Entscheidung. Jetzt trinke ich den. Ich trinke den schon. Ich hab's kapiert und habe vollstes Verständnis. Geduld. Du bist absolut krank. Vor allem nachdem ich das gesagt habe vorhin, ne? Was dauert hier so lange? Du bist meine Lieblingsperson. Das war sowas von nötig. Hey, Atlas-Jungs! Rise and Grind hat wieder ab und der Kaffee geht auf mich! Oh, scheiße, ja! Echt jetzt? Danke, Lorelei! Ich kämpfe nur für Koffein. Schwerer Eisbecher, was? Lock? Was für ein Ding?
Alter. Zum Glück habe ich hier noch Feuersachen. Ne? Nehmt euch Eisviech an. Ich nehme an, das ist effektiv. Boom. Boah, ich weiß ja nicht, was Gegner sind und was nicht. Ich auch nicht. Los, ja, von da. Na, verpiss dich. Ah. Danke. Ah. Schon wieder keine Munition. Ja, ich habe gar keine Munition mehr. Oh. Ja. Die Waffe. Was machst du da? Weiß ich nicht. Da ich eigentlich die Waffe ab. Wir können dir nicht genug danken, Herr Jäger. Für dich mag das vielleicht nur ein kleines Detail sein, aber dieser kleine Geschmack aus der Welt, die wir verloren haben, gibt uns Schwung. Zumindest bis morgen früh.